Früher waren sie immer zusammen im Stadion. Sie auf seinen Schultern, schwebend über den Fans. Jetzt studiert sie in einer anderen Stadt. Aber gemeinsam mitfiebern wollen sie noch immer. Mobile Daten verbinden sie live, aus jedem Stadion zwischen Cuxhaven und Starnberg. Die Grundlage dafür sind Frequenzen. Sie sind der Nährboden für die digitale Gesellschaft. Philipp, wie können uns 6 GHz-Frequenzen dabei helfen, mit den Menschen, die uns wichtig sind, digital verbunden zu bleiben? Täglich entstehen im digitalen Ökosystem neue mobile Anwendungen. Die Nachfrage nach mobilen Datenvolumen und höheren Übertragungsgeschwindigkeiten steigt rasant. Die 6 GHz-Frequenzen können den Mobilfunkanbietern helfen, die steigende Nachfrage nach mobilen Daten auch in dicht besiedelten Städten oder im Fußballstadion durch mehr Übertragungskapazität zu bedienen. Denn je mehr Spektrum für den Mobilfunk zur Verfügung steht, desto mehr Menschen können gleichzeitig eine schnelle Datenübertragung nutzen. Auf der diesjährigen Weltfunkkonferenz können die Weichen dafür gestellt werden, die 6 GHz-Frequenzen auch in Zukunft für Satellit, Richtfunk und Mobilfunk gemeinsam zu nutzen. Wir können aus diesem Frequenzband deutlich mehr für Deutschland rausholen.